Aloha und willkommen zurück zu Horizon Forbidden Quest. Ja, wir sind in Rheinklang. Letzte Folge nicht gesehen hat. Wir wollten eigentlich eine Brutstätte machen, die Brutstätte Mu, aber irgendwie hatte ich ein Gefühl, dass wir das nicht schaffen wird mit unserem Level, unserer Ausrüstung, die wir haben. Ne? Darum habe ich mir gedacht, machen wir das noch gerade nicht und irgendwie haben wir kein Reittier mehr. Ne? Warum auch immer, aber. Pass da draußen auf dich auf, Freunde. Aber egal. Wir kommen nach Rheinklang. Lagerfeuer entdeckt. Oh ja. Wo ist das Lagerfeuer? Ah, direkt vor uns. Nein, irgendwo. Da sind Wahl und so. Eine Fremde in Rheinklang. Wenn du hier überleben willst, solltest du mit mir sprechen. Sei gewarnt, halte dich von den Ruinen im Nordwesten von Rheinklang fern. Späher sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist unnatürlich. Gut zu wissen. Neue Reliktruine, yo, nice. Das könnte Technik der alten Welt sein. Haltet mal, Leute, Fresse! Gott, Fresse, Junge. Okay, ich schau mir jetzt mal Rheinklang mal an, ne? Als erstes. Hey, wo ist der mit seiner Quest? Ein Händler, ja. Oh, und da ist irgendwo eine Nebenquest. Wo ist der Händler? Da. Ey, wo sind die scheiß Nebenquests, Alter, wo ich annehmen will? Der eine da bei der Werkbank, das ist sicher. Aber da check ich gerade nicht, ne, diese. Oh, leck mich, Alter. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Okay. Alter, das ist irgendwie. Ey, das Gesang, ne? Oh, da ist der Laden, ja. Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter besiegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Wir sind alle für dich da. Was immer du ich lausche lieber Maschinen als Gesang.
Okay, mal schauen. Alter, was? Ein Frostjägerbogen? Munition, Frost und Säure. Okay. Schneiderregenbogen. Schmiedestolper mit Feuer. Oha. Alter, der Frostregenbogen. Ich glaube. Oh ja. Der Kriegerbogen, der wäre natürlich auch nice, ne? Dann habe ich auch zwei Waffen mit Säure. Das ist einfach. Schmierfeuerstolperfalle. Jeder kriegt Waffen. Löschwasserfalle, yo. Rohstoffe, Metallbiss, Zünder. Kann man das nicht ein bisschen leiser machen? Nee. Gut, dann können wir hier oben, dann schaffen wir einen anderen Jägerbogen, ob er besser ist und vielleicht andere Munition. Geil. Und jetzt schauen wir, wisst ihr was? Ich schau mich kurz hier noch um. Nur kurz, Freunde. Ah, da ist diese. Bitte, können wir reden? Bitte, der Code trifft sich nicht mit mir. Was soll ich sonst tun? Erzähl mir doch einfach mal, was los ist. Ich bin aus Flusslied im Norden. Vor ein paar Tagen weckten mich Schreie meiner Nachbarn. Tenakt-Rebellen griffen an. Es waren nur Späher, aber wir wurden kaum mit ihnen fertig, wenn jetzt ein kompletter Überfall kommt. Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind erledigt. Ich dachte, der Chor würde helfen. Ich meine, wir wachsen doch alle aus einer Erde. Aber offenbar will außer einer Fremden hier niemand zuhören. Wäre es vergebene Hoffnung, dass du diesen Kampf an unserer Seite bestreitest? Wenn ich mal im Norden bin, sehe ich nach deinem Volk. Mehr will ich auch nicht. Geh im Dorf am besten zu Q. Er führt die Verteidigung an. Okay. Ja, noch mehr Nebenquests. Ich lieb's. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Oh! Ey, hast du fressen? Ich hab Hunger. Ah, nein, das. Oh, original Endtop. Ah, wisst ihr was? Nein. Dann, wenn wir das machen, gehen wir nach Kettenkratz. Dort habe ich ja noch ein Ding. Gratis. Weil wir dem Koch geholfen haben, ne? Aber jetzt gehen wir noch kurz. Ich verlaufe mich jetzt schon, ne? Zur Werkbank wollte ich eigentlich. Hallo. Einen helleren Tag dir. Ah, das war ja eigentlich jetzt hier. Ich depp. Okay. Aha, doch noch. Frostdeckelbogen. Ah, der kann sogar auf 4 Stufen aufrüsten.
Das machen Beute-Upgrades. Was haben wir da noch? Stachelholster. Er hat die Menge der Stachelwerfer. Oh ja. Outfits. Upgrade. Was haben wir da? Können wir da schon? Nope. Alter, nice, ne? Könnte man eigentlich auch mal anziehen, ne? Okay, ich glaube, wir lassen es mal so gut. Spurenplatz wurde für deine Waffen freigeschaltet. Geil. Zeig mir das. Ist jetzt nur für eine Waffe oder kann ich jetzt für jede Waffe diese Spur? Ey, Alter, ist mich verraten. Danke. Jo, ich kann hier eine Spule einpflanzen, ne? Schade, Spule sehr selten. Okay, eigentlich hätten wir gerade Säure plus 7. Ich glaube, die mache ich da mal rein. Da können wir nicht. Okay. Wir können nur. Okay, gut. Wuchtangriff, Kids, Schlag. Da sind wir noch. Sechzehn Säure. Okay, wir lassen es mal, ne? Okay, wir gehen nach oben. Die warten das bestimmt schon auf uns. Nervös? Mit einer Fremden vor dem Chor zu treten. Ich hoffe... Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das. Wow, sieht das geil aus, ne? Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Fa, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Ja. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen, bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde. Die unseren Glauben nicht kennt. Was weiß sie? Das ist unverschämt. Bitte! Vergesst nicht, wie sie Refrieden brachte. Hör ihr zu! Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Kaja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen?
Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Rheinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Sie hat recht. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten. Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Es geht jetzt ab, Alter. Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Ja, dann los. Come on! Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los. Alter, wie geil ist das, ne? Juhu! Hier lang, durch das Tor und jetzt rum. Geht's los, jetzt geht's los. Auf den Feldern wird gekämpft. Überall sind Maschinen. Ich könnte Schockmunition benutzen. Spritzen plündern. Krallen Das sind keine normalen Maschinen. Ich habe solche schon mal gesehen. Was soll ich tun? Jeder. Sie müssen von der Absperrung kommen. Jetzt mit einem Die anderen verteidigen Rheinklang. Wir müssen weiter. Kannst du noch mehr Teile abstellen? Oh. Sind zu viele Munition? Ich mach die Maschine platt. Wir müssen weiter. Halten die anderen durch? Okay. Digga. Hier lang, euer scheiß Problem. Diese Krallenschreiter, die sind ja heftig, ne? Ja, lauf doch direkt rein, Alter. Bist du dumm oder so? Oh mein Gott, ey. Eine Maschine, die jeder tötet. Tödlicher als normale Maschinen. Spitze. Das sind alle Spitze, ja. Häng die Maschinen zurück. Ey, wo kommt die Maschine wieder? Lol. Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Was
Teufel da? Wir haben uns gesehen. Tür rein, Kleiner. Mögen deine Probleme zu Ende sein. Dann hätten wir... Hier, nimm diese Munition. Was? Okay. Ein Schock schwächt sie. Pass auf, ey! Hey Leute, ich könnte Hilfe brauchen! Nimm die Munition! Und gemeinsam werden wir siegen! Alter! Nicht schon in den Crunch, Reiter! Ja, leck mich am Arsch, leck mich am Arsch! Mehr Maschinen. Das ist da irgendwo Bären. Sieh dir die Flammen an. Schock die Maschine. Diese Maschinen sind stärker, tödlicher als normal. In dieser Höhle steckt mehr. Ja, ich hab's gemerkt, ne? Digga, was geht ab, ne? Ach, gegen Schock, wir brauchen Schockpfeile, ne? Aber das besitzen wir momentan noch nicht. Oh, wow, Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihm einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Horizon Forbidden West. Bis dahin. Ciao.